So, meine Lieben, und zwar habe ich vorhin einfach mal überlegt, ich werde einfach mal so das vorsetzen und ich habe gedacht, ach Mann, das hat mich aufgeregt, dass ich da nicht weitergekommen bin. Und ich bin eben weitergekommen, habe dann für euch aufgehört, abgebrochen und es nochmal gemacht. Das heißt, ich darf es jetzt nochmal machen, aber ich weiß jetzt wenigstens, wie es funktioniert. Von daher, huch. Geht ja schon los. Ich bin gerade ein bisschen... Geh weg. Verschwinde! Fick dich! Nein, ich kann die Tastenkombination nicht auswendig. Ich weiß mal endlich, wie es funktioniert. Ich bin so gut. Ups. Käfer. So, jetzt wird's spannend. Na komm! Na endlich! Ich hätte nämlich einfach nur das falsche Tempo. Hallo! Chill! Komm hier nicht so hier, mein Freund! Wow! Hallo! Jetzt komme man nicht so. So geht's aber nicht. Wow! Wow. Oh Gott. Du wolltest abhauen. Voll die bunten Dinger. Ja, bunte Dinger, genau. Wow! Ich achte nur noch auf die bunten Dinger. Hallo. Das war jetzt ein bisschen zu flott. Zweiköpfige Schlange. Ein Kopf in dieser Welt, einer im Jenseits. Wehe dem, der durch die Schlange hindurch sieht. Ey, Freund, deine Brille ist kaputt. Nur mal so. Geht weg, ich bin doch kein Käferfutter. Lukas, was ist los? Hörst du mich? Alles in Ordnung? Hey, du hast dich verletzt. Du blutest. Ich muss weg. Ich hatte keine Ahnung, was geschehen war. Aber eins weiß ich. Diese Dinger hätten mich fast umgebracht. Ja, du hast geträumt, mein Freund. Aber okay, wählen wir jetzt einfach mal Carla Valenti im Leichenschauhaus. Ist doch eine gute Idee. Oh. Ich habe vorhin erst gegessen. Ist ja ekelwerter. Widerlich. Ach ja, sieht aus wie ein Metzger. Okay, dann wollen wir mal anfangen. Wenn Sie möchten, können Sie draußen warten. Ich bleibe, wenn Sie nichts dagegen haben. Medizin interessiert mich. Und Autopsien auch. Ja. Wie Sie wollen. Ich will aber auch... Wieso wurde ich mich gefragt? Ich will das nicht sehen. Keine äußeren Hämatome am Körper. An der rechten Hand zwei abgebrochene Fingernägel. Er hat den Mörder erst im letzten Moment gesehen. Ihm blieb keine Zeit, sich zu wehren. Ein großes Hämatom hinten am Schädel. Ja. Hinterhauptbein gebrochen.
Er hat sich beim Fall den Schädel gebrochen. Abnorme Dilatation beider Pupillen. Warum sind seine Pupillen erweitert? Was hat er gesehen, bevor er starb? Drei Stichwunden zwischen der dritten und der fünften Rippe in Herznähe. Die Klinge drang tief ein. Die Stiche sind von vorne sowie von links nach rechts zugefügt worden. Der Mörder ist links. Ein Stich trennte die Aorta durch und die anderen zwei durchtrennten die linke und rechte Kranzarterie. Er hatte wirklich keine Chance. Die Klinge rutschte durch die Rippen und trennte die Arterien. Glauben Sie, das war ein Zufall? Schwierig zu sagen. Die Chance, zufällig mit drei Stichen alle drei Hauptherzarterien zu durchtrennen, ist recht gering. Aber unmöglich ist es nicht. Glauben Sie, der Mörder hatte Anatomiekenntnisse? Könnte es sein, aber ich bezweifle, dass jemand, der sich menschliche Anatomie auskennt, so etwas tun würde. Um jemanden derart langsam und qualvoll sterben zu lassen, muss man schon gestört sein. Ach Gottchen. Hier, was stimmt denn da in dem Glas? Stimmt so nie. Ich habe schon einmal so einen Fall gehabt. Ist eine Weile her, in den 90ern, glaube ich. Genau identisch. Drei Stiche ums Herz herum, die je eine Hauptarterie durchtrennten. Hat mich damals sehr beeindruckt. Ich fragte mich, wie das möglich war. Der Fall hieß, wie hieß er gleich? Carsten oder Kirsten oder so ähnlich. Kirsten. Ja, genau, Kirsten. Kennen Sie diesen Fall? Noch nicht. Aber das steht als nächstes auf meinem Programm. Ja, ich glaub's auch. Also das ist ja alles ein bisschen suspekt, ne? Also allgemein, die Story ist mit suspekt. Ich finde das richtig komisch, aber... Herein! Guten Tag, Inspektor. Tag, Frau Morrison. Nett, dass Sie sich hierher bemüht haben. Nun setzen Sie sich. Tja, wir werden versuchen, ein Phantombild des Mannes anzufertigen, den Sie gesehen haben. Und zwar mit Hilfe eines Computerprogramms. Sie werden sehen, das ist kinderleicht. Wie eine Art Videospiel. Haben Sie schon mal ein Videospiel gespielt, Frau Morrison? Nein. Macht nichts, geht auch so. Wichtig ist, dass Sie sich genau zu erinnern versuchen, was passiert ist. Das Programm enthält verschiedene Modelle von Gesichtszügen. Sie gehen alle durch, bis das Ganze so aussieht wie der Verdächtige. Verstehen Sie mich? Ja, ich glaube schon. Okay, los geht's. Mit dem Charaktersteuertasten können Sie ein Element des Gesichts verändern. Mit der Eingabetaste bestätigen Sie Ihre Wahl, mit der Rücktaste überlassen Sie die Wahl dem Zufall. Ja, dann machen wir das halt mal. Sieht das Gesicht so wie der Verdächtige aus? Ich denke mal nein. Nein, noch nicht ganz. Ach so, mach ja, nichts. Ist klar. Neuer Versuch. Nur Geduld. Sehr cool. Ich muss das jetzt machen, ja. Ich weiß doch nicht mehr, wie Lukas aussieht. Ich weiß es halt wirklich nicht mehr. Okay, aber wir kriegen das schon hin. Das erinnert mich aber alles nicht an ihn. Keine Ahnung. Ich habe auch kein gutes... Ja, okay, der Mund passt schon mal. Das passt auch relativ gut. Die Haare, naja. Ach, der Bart, der geht mir ja voll auf den Sack. Das passt hier irgendwie alles nicht. Ich weiß es gar nicht mehr. Hat der einen Bart? Ich lasse es jetzt einfach so. Sieht das Gesicht so wie der Verdächtige aus? Ja, ja, ja. Ja, zumindest soweit ich mich erinnere. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Scheiße.
Dieses Bild wird an alle Polizeistreifen, Flughäfen, Bahnhöfe und Busbahnhöfe verteilt. Ach komm. Wenn dieser Typ noch in New York ist, entwischt er uns nicht. Ein bisschen und Ähnlichkeit hat. Und sie sollte mal ein Videospiel spielen. Ganz klein wenig. Wirklich ganz, ganz klein wenig. Aber jetzt weiß ich, wie er aussieht. Minus 10 Grad. Ich war ausgelaugt. Nach dem Vorfall im Büro fragte ich mich, ob ich noch bei Verstand war. Ich war dermaßen erschöpft, dass ich keinen Schlaf fand. Ich fürchtete, von Albträumen heimgesucht zu werden. Ich ging im Zimmer auf und ab. Ich wäre liebend gern ins Bett gegangen, aber ich bekam die Augen nicht zu. Dann steh halt auf. Dann machen wir etwas anderes. Die Untersuchungen im Mordfall im Restaurant Doc's Diner gehen weiter. Die Polizei hat heute ein... Das bringt nichts. Ich glaube, das... wird dadurch nur schlimmer. Wand. Komm, geh was trinken. Ist vielleicht besser so. Trink deine Milch. Das hilft dir doch immer. Schon besser. So, was haben wir hier? Upsa. Was ist das denn? Nix? Okay. Ah, ich hab da was gefunden. Kann der den benutzen? Cool. Ach, bin ich wieder dran hier. Wow. Wow. Mein Gott. Komm, reicht doch. Ist doch okay. Hast du den Aggressionen doch genug abtrainiert. Na also. Wow. Irgendetwas an mir ist anders. Ich bin stärker und schneller geworden. Oh Gott. Was geht hier bloß vor? Ach, wer weiß. Du hast vielleicht einfach nur eine Bulika genommen oder so. Ja. Na gut, erkunden wir einfach mal weiter hier die Wohnung. Ach nee, Moment mal, nicht, dass der hier noch runterspringt. Der ist zurzeit depressiv. Dann fällt er mir hier noch runter und das wäre doof. Gitarre spielen? Na, ein bisschen. Ich mache erst den Verstärker an. Oh, na gut. Komm, Verstärker. Wir machen erstmal einen Cut und in der nächsten Folge spielen wir vielleicht ein bisschen Gitarre.